Den hat jetzt der 8.3. Internationaler Frauentag. Ich habe dieses lustige T-Shirt gesehen. Ich passe leider nicht rein, weil es war ein Frauen-T-Shirt. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Das finde ich ein sehr schönes, eine sehr schöne Zusammenfassung von was Feminismus ist. Vielleicht wird das mittelfristig auch dazu führen, dass wir hier nicht nur Männer auf den Bühnen haben oder fast nur Männer. Lauter, okay. Okay, aber eigentlich rede ich über Advent of Code. Es ist ein Adventkalender vor Weihnachten mit kleinen Programmierpuzzles für verschiedene Skillsets, die man mit jeder Programmiersprache lösen kann. Wenn man sehr viel Zeit hat, kann man sie auch mit Papier und Zettel lösen. Ja. Also es ist sprachunabhängig. Das schaut ungefähr so aus. Das ist ein ganz nettes Design, finde ich irgendwie. Es ist ein bisschen weihnachtlich, silber, grün mit Sparkles und so Zeugs und so weiter und so fort. Und es gibt eben jeden Tag im Advent ein zweiteiliges Rätsel und einen Wettbewerb, wer diese Rätsel am schnellsten lösen kann. Jeder User kriegt irgendwie personalisierten Input, damit man Schummeln ein bisschen vermeiden kann und so weiter und so fort. Und die Rätsel sind in so eine Weihnachtsgeschichte eingebettet. Ja, ist irgendwie semi-cute. Ein Beispiel vom ersten Tag gleich. Das ist so eine Beschreibung von irgendeinem Problem. Also ich fasse das kurz zusammen, weil ich so wahnsinnig viel Zeit habe. Also man hat ein Problem, man hat irgendwie Beispiele und unten drunter ein Inputfeld, wo man seine Lösung eingeben muss. Ja. Was es darum geht, ist, in diesem Beispiel, es gibt so einen Input, eine Kette von Zahlen und die müssen im Prinzip einfach nur aufsummiert werden. Das sind so, die haben das Frequenzänderung, also aufsummieren. In jeder Zeile steht eine Änderung. Das klingt irgendwie total einfach. War es auch, also das ist die Perl-Lösung. Also man geht halt dieses File durch und summiert es auf und gibt nachher die Summe aus. Ja, irgendwie, wow. I can do that. Das ergibt irgendeinen Input, den gebe ich in das Formular ein, dann kommt nachher raus, jeder stimmt, super. Dann kriege ich eine zweite Aufgabe, Part 2. Da steht jetzt drinnen, dass sich dieses, man sieht, dass es irgendwie wiederholt, man muss rausfinden, wann die First Frequency das zweite Mal erreicht wurde. Ja, steht cool, also ich muss eigentlich nur den ersten doppelten Wert finden, also speichere ich so mit einem Hash und schaue nach, wann sie das erste Mal schon mal vorgekommen ist. Ja, also ich habe da ein $S, um das zu speichern. Und wenn es noch schon mal da ist, gebe ich es aus. Wenn ich das laufen lasse, bekomme ich als Ergebnis nichts. What? Wenn man sich das dann nochmal anschaut, steht hier irgendwie, okay, man muss diese Frequency Changes vielleicht mehrmals durchlaufen lassen, bis die doppelte Frequenz das erste Mal auftritt. Das heißt, man muss das Ganze in einen While-Loop packen und so lange durchloopen, bis irgendwann mal tatsächlich die Summe dasselbe Dinge gibt. Ja? Dann kommt das Ergebnis raus, das ist auch richtig. Das heißt, erstes Ding, das ich gelernt habe, Specs lesen ist wirklich schwer. Okay, das wusste ich schon, aber ja. Es gibt einen Wettbewerb, habe ich gesagt. Das heißt, für jede Aufgabe bekommt man so einen Stern dann. Pro Tag gibt es 2 Sterne. Das Ganze geht auch um die Wette. Das heißt, die ersten 100 Leute, die eine Aufgabe lösen, bekommen noch irgendwie extra Punkte. Die erste bekommt 100 Punkte, die zweite bekommt 99 Punkte. Und so weiter, bis dann irgendwann die letzte einen Punkt bekommt und dann wird es so aufsummiert. Das schaut dann irgendwie so aus, da gibt es ein Leaderboard, wo man sieht, welche Leute das halt irgendwie gewonnen haben. Das war jetzt für den ersten Dings, also die den ersten Star bekommen haben, die den zweiten Star bekommen haben. Und wenn man sich das genauer anschaut, 1 Minute 48, um beide Beispiele zu lösen und den Text zu lesen vorher und den Text zu verstehen und das Zeugs reinzutippen und so. Also, okay, wow. Manche Leute sind echt schnell, ja. Also es gibt auch, habe ich dann irgendwie gelernt, Leute, die sich auf Speedcoding spezialisieren. Das ist quasi eine Disziplin, das kann man üben, das machen Leute halt so, wie sie, keine Ahnung, sprinten gehen oder ich weiß nicht was. Ja. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Also, no way. Ja. Also ich habe für den ersten Tag war ich 10.738. für die erste Lösung und 8.151. für die zweite Lösung und habe quasi 8 Stunden 32 und 5 Minuten gebraucht. Ich habe nicht 8 Stunden gebraucht, um das Problem zu lösen. Ich habe um 8.32 Uhr die erste Aufgabe gelöst, habe aber ungefähr 11 Minuten gebraucht, ja, also mit Lesen und Herumprobieren und irgendwie. Ja. Der letzte Platz, um einen Punkt zu bekommen, hat 5 Minuten gebraucht. Also, hat also dann, wenn man es in 5 Minuten geschafft hätte, hätte man noch einen Punkt bekommen. Gut. Aber auch das hat mir nichts genützt, weil in diesem Spiel sind ja die Zeitzonen recht wichtig. Zumindest wenn man punkten will, weil die Rätsel gehen immer um Midnight in der EST UTC-5 Timezone online. Das ist unglücklicherweise 6 Uhr in der Früh bei uns. Für den Betreiber ist es irgendwie eine angenehme Zeit, fair enough, der macht das in seiner, zum Spaß quasi. Bei uns 6 Uhr in der Früh. Und no way stelle ich mir einen Wecker auf 5 Uhr irgendwas, um ein paar Internetpunkte zu gewinnen. Ja? No. Aber es machen Leute. Wenn es mir Spaß macht, fair enough, do it. Ja? Nicht mein Ding.
Nächstes Ding, was ich gelernt habe, Reddit hilft. Es gibt einen Subreddit für den Advent of Code. Ja, da posten 100.000 Leute und sobald an einem Tag alle Punkte gewonnen worden sind, werden dort Spoilers gepostet und Lösungen und man kann dann darüber diskutieren und irgendwie rausfinden, wie die Leute das so lösen. Das ist immens hilfreich und auch sehr witzig, weil die Leute natürlich die verrücktesten Lösungen posten. Also es gibt natürlich Leute, die machen es für Speed, es gibt Leute, die machen es for fun. Ja. Also Smilers, den kennt ihr vielleicht, ein britischer Perl-Typ, hat ein Beispiel mit Vim gelöst, nicht mit Vim-Skript, mit Vim. Ja. Also der hat hier sozusagen Kommandos eingetippt, die man in Vim eintippen muss, die dann sozusagen diesen Input transformieren, um halt die Summe zu berechnen. Ja. Oder später hat dann jemand, also am dritten Tag musste man in einer zweidimensionalen Ebene irgendwelche Flächenangaben einlesen und einen Overlap in einer Fläche finden. Oder eine kleine Fläche, die keinen Overlap hat. Und irgendein Typ hat dann die Daten mit Perl eingelesen in eine SQLite-Datenbank und hat dann Recursive Queries und Geo-Overlap, also quasi Geopositional Zeugs in SQL verwendet, um diese Lösung zu finden. Ja, man, SQL kann das natürlich, also PostGIS und so weiter und so fort, oder Postgres. Ja, dann machen wir halt solche Queries raus. Ja. Einfach und offensichtlich. Also, gehe ich jetzt nicht durch. Könnt ihr euch anschauen, es sind wirklich immens lustige Sachen dort, ist sehr cool. Die gewinnen halt nie Punkte, weil die brauchen natürlich, die sind nicht auf Speed optimiert, die sind minus O Fun, auf Spaß optimiert. Aber meine Lösungen waren meistens weder lustig noch intelligent, sondern irgendwie brute force und einfach. Okay. Schauen wir mal zum Tag 9. Marble Mania. Ja, da geht es irgendwie so um ein Spiel, das diese Elfen spielen, wo sie irgendwelche Murmeln nehmen, in einem großen Kreis Murmeln rausnehmen, Murmeln reinlegen. Und irgendwie herumtun und dann irgendwie ab und zu irgendwelche Punkte bekommen. Das ist ein Beispiel, wie das ausschaut, wie sich das halt ändert im Laufe der Züge. Ja, habe ich gerade gesagt. Bei jeder Aufgabe gibt es eben auch eine kleine Erklärung zu dem Beispiel. Also neben der Erklärung jetzt ein Beispiel, wie das zum Beispiel ausschaut. Also was sozusagen erwarteter Output ist. Das ist super praktisch zum Testen und Herumspielen. Und es gibt neben den echten Daten, die teilweise sehr groß sind und sehr lange brauchen, auch immer Beispieldaten und das erwartete Ergebnis. Das heißt, ich habe da unten stehen, okay, zum Beispiel, wenn der eine Input 1600, also 1618 ist, soll 8317 rauskommen. Und da gibt es verschiedene Beispiele und dann kann man sein Skript damit testen, um herauszufinden, ob es mal halbwegs funktioniert. Also diese Testdaten zu verwenden ist sehr praktisch, weil nämlich auch, also ich habe jetzt keine extra Tests geschrieben dafür, also so viel Zeit habe ich mir nicht genommen, aber ich habe dann halt den Input in ein extra File gepackt und reingepiped oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel habe ich das meistens so gehabt, dass ich 08.1pl und 02.l für die beiden Beispiele und dann das Data und das Example in einem File und dann reingepiped. So kann man leicht testen, ob die Lösung stimmt. Und wenn es richtig ist, verwende ich die richtigen Daten und dann kommt irgendein Ergebnis raus und dann komme ich das rein. Das Problem ist, wenn man eine falsche Antwort abgibt, wird meine Zeit gesperrt. Ich glaube, das erste Mal eine Minute und dann nach einiger Zeit auf 5 Minuten. Ja, also auch die Typen, die das auf Speed machen, müssen dann natürlich aufpassen, dass nicht was Falsches eingeht. Also man kann nicht einfach brute force alles durchrattern. Am 9. Tag gab es keine Input-Datei, sondern Input-Parameter, also die Anzahl der Spieler, Werte, Murmel. Das heißt, das wird von der Command übergeben. Und hier ist meine ganze Lösung für diesen ersten Teil. Ich gehe jetzt nicht im Detail durch. Im Prinzip, also nur ganz kurz, das ist ein Array für diesen Kreis. Der hat am Anfang 0 und 2, das sind die ersten, das sind die Input-Werte. Die Regeln sind jetzt wurscht, macht ein bisschen Modulo und Splice, um in diesem Array herumzufummeln. Also wenn man einen Murmel rausnimmt, also jeder 23. nimmt eine raus, also hole ich mir die Position und splice aus dem Array den Wert raus. Und sonst, wenn dann wieder neue Murmel reingelegt, rechne ich wieder die nächste Position aus und mache mit einem Splice 0, gebe ich halt an der entsprechenden Stelle in den Array diese neue Murmel hinein. Okay, gut, lass mal laufen, braucht irgendwie eine halbe Sekunde, kommt irgendein Ergebnis raus, ist richtig, yeah, super cool. Einen Stern bekommen, yeah. Die zweite Aufgabe war irgendwie recht kurz. Wie wäre es, wenn sie 100 Mal länger spielen wollen? Ja? Warum sieht man das dann nicht? Das ist mit einem Bildschirm reingefahren. Okay. Also einfach der Input ist 100 Mal so groß. Cool, ich muss nichts am Code ändern, ich muss einen Parameter anpassen. Also statt 7000, also 71.914 sind es jetzt 7 Millionen, whatever. Ja, also große Zahl. Computer fängt an zu rechnen, rechnet. Okay. Fuck, ich muss den Code wohl doch anpassen. Irgendwas passt da nicht ganz. Ja? Auf Reddit schaue ich halt nach, sagen sie Double Linked List. Okay, habe ich schon mal gehört. Ich meine, ich bin jetzt weder Mathematiker noch Informatiker, sondern halt so ein random Extension Programmer. Aber habe ich schon mal gehört, weiß ich im Prinzip, was es ist, noch nie verwendet. Ich dachte, ich nehme ein Array und das wird schon passen. Ich habe keine Ahnung von Algorithmen. Ja, keine Ausbildung. Okay. Wäre manchmal praktisch, in meinem täglichen Leben relativ selten, weil ich meistens so JSON aus der Datenbank hole, herumfummel und wieder raus tue. Das ist nicht so die algorithmisch schwere Arbeit meistens. Also, was ich gelernt habe, sind Linked Lists.
normale Array geht eben nicht, weil wir sehr viele Insert und Deletes irgendwie quasi in der Mitte vom Array machen. Ja? Und das ist halt leider so, dass das irgendwie recht teuer ist, weil dann Array mehr oder weniger jedes Mal kopiert werden muss und das ist irgendwie einfach nicht im Perl nicht sehr effizient implementiert. Vorne, also Push und Pop ist gut, in der Mitte vom Array nicht so super, vor allem wenn die Arrays groß sind. Doubled Linked List, weiß jedes Element, welches Element davor und danach kommt, sonst nicht viel. Dadurch kann man relativ einfach Elemente irgendwo einfügen und deswegen ist das das Richtige für diese Lösung. Ja? Das heißt, ich habe so eine Liste, die wissen jeweils Previous und Next. Wenn ich ein neues Ding reingeben mag, biege ich nur diese beiden Pfeile um und habe die neue Liste und das geht quasi mehr oder weniger super schnell. Im Perl könnte es so ausschauen, dass ich einen Hash habe, wo ich sage, okay, ein Marble ist der Wert von dem Ding. Am Anfang, wenn das Ding leer ist, verweisen sie alle auf sich selbst. Also das Previous und das Next sind sich selbst, ist jeweils ein selbes Ding. Und wenn ich ein Ding reinfügen mag, gibt es eine Rotate-Methode, die das Ding dreht, wurscht, kommt gleich, lege ich ein neues Item an. Das hat einen Pointer of Next und einen Pointer of Previous. Und hier unten sage ich dann, vom vorherigen das nächste soll mich sein und vom nächsten das vorherige soll auch ich sein und schiebt das dann quasi da hinein. Und das Rotate-Ding dreht sozusagen den Lesekopf unter Anführungszeichen unter mir herum und ich springe halt sozusagen so und so viele Stinge nach links oder rechts, um auf das Element zu kommen. Damit ging das dann relativ schnell, also es hat dann irgendwie 9 Sekunden gebraucht. Also das ist auch nicht rasend rasch, aber irgendwie okay. Also besser als Heat Death des Universums. Tag 11, eine sehr große 2D-Matrix mit 3x300 Feldern, jedes Feld hat ein Power-Level und gesucht ist die 3x3-Fläche mit dem größten Power-Level. Okay, whatever. Also es schaut im Prinzip so aus, das ist jetzt nur ein 5x5 großes Ding und gesucht wird diese Fläche, die immer diese Werte zusammenaddiert, hat das halt den größten Wert. Ja? Wenn man ein anderes Subset nimmt, kommt nicht der größte Wert raus. Das konnte ich leicht mit einem dummen Brute-Force-Ansatz lesen, indem ich halt für jedes Feld die jeweilige 3x3 Fläche ausrechne, speichere nächstes Ding, ja, also es ist einfach ein Loop mit noch einem Loop drin, also ein Double-Loop, was immer schlecht ist, algorithmisch. Ja, der geht halt durch und sagt, okay, schau, ich bin gerade hier, schau dir die Links davor an, im inneren Loop, und dann geht die Zeile drüber und hole die Werte, und die Zeile drüber und die Werte, zuerst zusammen, speichere es, und dann macht das halt für alle Dinge. Ja, doppelter Loop, wie gesagt, nicht sehr performant, gut genug für den ersten Teil, 0,2 Sekunden, kommt ein Ergebnis raus. Yay. Im zweiten Teil wird eine beliebige große Fläche gesucht. Also ich habe ein 300x300 Ding, sondern die Fläche gesucht, die wie groß auch immer ist, die den höchsten Wert hat. Also die kann 5x5 sein oder 270x270. Also muss jetzt für jedes von 0 bis 2 muss ich jetzt 0 bis 300 gehen. Das ist nicht ganz, das wird ein bisschen komplizierter. Point ist, hätte oder hat 2 Stunden gebraucht. Ja. Also ich habe es irgendwie gestartet, bin in die Arbeit gefahren, hab dann dort die Teambook-Session wieder reconnected, ist immer noch gelaufen und hab dann währenddessen auf Reddit was Neues gelernt, Summed Area Tables. So ein Algorithmus quasi aus der Bildbearbeitung. Okay, jetzt sind wir nicht so gut. Da ist die Idee irgendwie die, dass man sozusagen für die einzelnen einmal durchgeht und diese Werte aufsummiert. Schon mal von vorne raus, das heißt, ich habe minus 3 und dann als nächstes 4. Und jetzt gehe ich durch und addiere das immer drauf. Das heißt, ich mache minus 3 plus 4 gibt 1. Das heißt, jetzt 1. Fürs nächste Feld mache ich 1 plus 2, also nur den vorherigen plus 2, das ergibt 3. Dann sage ich 3 plus 2 ergibt 5, das heißt, an die vierte Stelle kommt jetzt ein 5er hinein. 5 plus 2 ergibt 7. Das wird so ausgerechnet. In der nächsten Zeile muss ich jetzt aber das drüberliegende auch nehmen, also was in der X-Position drüber liegt. Also minus 3 plus minus 4 ist minus 7. Und jetzt wird es kompliziert. Wenn ich sozusagen oben und links was davon habe, muss ich nehmen den aktuellen Wert, 4, den schon aufsummierten Wert vom Feld davor, minus 7, den schon aufsummierten Wert vom Feld oben drüber, 1, minus den schon aufsummierten Wert vom Feld links oben drüber. Okay? No idea why, Mathematik, ja, also kannst du sicher besser erklären, oder? Das ist halt Algorithmus, also Mathematik, und es funktioniert. Dann geht man halt da durch, füllt die ganzen Werte aus, bla bla bla, und dann hat man sozusagen hier so eine Table, wo diese Summen drinnen stehen und der Algorithmus hier ist wesentlich einfacher, das ist im Prinzip, was ich gerade gesagt habe, könnt ihr euch nachher durchlesen, brauchen wir jetzt nicht durchgehen, ist einfaches Baby-Perl. Und wenn ich jetzt die Summe von dieser Fläche ausrechnen will, nehme ich den rechten unteren Wert plus den einen Wert, der links außerhalb davon liegt, plus den Wert, der oben drüber liegt quasi, minus die linke obere Ecke. Magic, ja, und das ist natürlich super easy zu berechnen, das geht ungefähr halt 100.000 Mal schneller, wenn man den Algorithmus kennt. Ja, das heißt, viele Leute kennen diese Algorithmen und können deswegen diese Probleme halt super schnell lösen. Habe ich noch nicht implementiert gehabt, wurscht. Ja, also wie gesagt, weil mein Brute-Force-Ansatz schneller war, als dass ich das gelernt habe. Jetzt kann ich es.
Also wenn das nochmal kommt. Tag 12, Subterranean Sustainability, da gibt es welche Töpfe, die irgendwie wachsen und so weiter und so fort. Das war im Endeffekt ein Game of Life, also kennt ihr vielleicht eh, ja, wo man so eine Matrix hat und irgendwelche Regeln, nach denen sich diese Matrix irgendwie ändert. Und das war jetzt quasi nur eine Linie. Das heißt, es gibt Töpfe und je nachdem, ob links davon ein Topf steht oder nicht, wächst ein Rex davon oder was Neues. Also es ändert sich halt sozusagen diese Dinge und da gibt es Generationen und irgendwann kommt das raus. Und gefragt waren am Anfang das Ergebnis nach 20 Generationen. Ja, okay, da hat man diesen Game of Life-Algorithmus implementiert, ist einfach, braucht irgendwie 0,02 Sekunden, um auf irgendein Ergebnis zu kommen. Super, alles großartig. Zweiter Teil, 50 Billionen Generationen. Okay, fuck. 50 Billionen, das wird sich irgendwie nicht ausgehen. Das braucht auch wieder ewig. Also wir lieben wieder den Algorithmus. Ja? Also nicht dummer Random Programmer weiß nicht, was für einen coolen Algorithmus es gibt, um da irgendwie dieses Game of Life abzukürzen. Auf nach Reddit. Things I learned, it's a trap. Auch das passiert, dass das ab und zu nicht stimmt. Es gibt keinen besseren Algorithmus, aber in Game of Life gibt es Gliders oder Spaceships, heißt das. Das sind quasi, wie soll man sagen, Formen oder halt Kombinationen, wo sich dann endlose Permutationen ergeben, die dann konstant, also wo sich dieselbe Form auf diesem Feld hin und her bewegt. Ja? Also es ist quasi, es gibt eine Wiederholung, sagen wir mal, sagen wir es einfach. Sehr cool, jetzt einen großartigen Vortrag von Damien Conway drüber, wenn ihr den mal sehen könnt, der ist großartig. Okay. Und wenn man sich jetzt den Output anschaut, der da durchflutscht, sieht man, dass sich die Differenz zwischen den Werten nach einigen Generationen stabilisieren. Ja? Also ich habe dann irgendwelche Werte und die Differenz ist dann immer 15. Okay, und sobald man das realisiert, haben wir sozusagen hier einen Kleider und das heißt, man kann den Prozess abrechnen und das Ergebnis hochrechnen. Ich sage dann einfach, okay, nach 100 Generationen ungefähr, schaue ich mal nach, wenn die Differenz gleich ist, dann ist das Ergebnis die Summe, die ich gerade habe, plus die Differenz mal die Anzahl der totalen Generationen minus die Generation, in der ich gerade bin, und dann ist es halt irgendwie in 0,08 Sekunden ausgerechnet und nicht in irgendwie 2 Milliarden. Ja. Also, auch wenn man dann glaubt, das sind irgendwelche coolen Algorithmen, nein, man muss sich den Output genau anschauen und irgendwie so ein bisschen aufpassen. Also, in der Folge sind dann die Aufgaben manchmal sehr mühsam und anstrengend geworden, also es war dann irgendwie kein Spaß mehr. Das heißt, das sollte man auch lernen, aufhören, wenn es keinen Spaß mehr macht. Okay, eine Sache habe ich noch, Registered Arrays. Das war dann ein lustiges Beispiel. Da hatten sie eine Karte und es waren so kleine Figürchen, die da so rumfahren. Also so wie Indiana Jones Teil 2, wo sie mit diesen Dingern herumfahren. Man musste ausrechnen, wann es quasi zu einem Crash kommt. Ja? Also diese kleinen Pfeile heißen, die fahren nach rechts und die fahren nach links und wenn sie, dann drehen sie sich runter und dann biegen sie ab und so Zeugs. Dann mal, da haben wir eine Live-Demo vielleicht. Hier. Nein, das hier. Ja, also sieht man, wie diese Autos rumfahren, ein bisschen da oben. Ja, A und B sind diese beiden Karten, die fahren da rum und biegen ab und irgendwann Crash, gibt leider einen Unfall und sie stürzen ab. Und man muss jetzt die Frage war 3 minus 7, also die Koordinaten, in denen der erste Crash vorkommt. Das ist nur mal sozusagen die richtigen Daten herzuzeigen. Die werden jetzt sich wahrscheinlich da nicht so gut ausgehen. Die Map ist ein bisschen größer. Also das ist jetzt sieht man nicht wirklich. Und da fahren halt jetzt irgendwie nicht zwei, sondern irgendwie 50 von diesen Dingern rum. Also man weiß nicht, wo ich irgendwann erwische. Darf hat gerade eines, zum Beispiel. Ja, genau. Darf hat eins, Darf hat eins. Also die fahren da irgendwie rum und irgendwann. Bitte sehr. Mit einem was-Compiler? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Ja, es ist kein Brainfuck, aber es schaut so aus ein bisschen. Naja. Ja, auf jeden Fall, das hat nicht funktioniert irgendwie. Also ich hatte dann im Endeffekt hatte irgendwann aufgehört, aber nicht richtig und das war mir dann zu mühsam. Aber lustig war, also ich habe das absichtlich blöd implementiert, nämlich nicht, nämlich halt ein Array gemacht und herum, sondern ich habe dann einen alten Trick aus einer alten Obfuscation von mir gemacht. Ich habe das ist ein riesiger String und ich mache einfach eine Regex. Das heißt, das Herumfahren von diesen Dingern ist, wenn ich nach links fahren oder nach rechts fahren mag, sage ich, such dir einen Buchstaben A bis Z, gefolgt von bieg nach links ab, bieg nach rechts ab, fahr nach rechts, fahr rauf und runter und replace es mit sich selbst. Also sozusagen, ich sage A bis Z gefolgt von Minus, soll im Prinzip replaced werden durch Minus gefolgt von A. Ja. Fürs Rauf und runter ist es eine Pipe gefolgt von whatever, also so lang wie breit halt die Map ist, gefolgt von den nach oben fahrenden Dingen, soll replaced werden durch was auch immer in der Mitte war mit dem anderen Ding. Ja, die Live-Demo sehen wir, das geht irgendwie nicht. Ja, also ich habe dann irgendwie mehr oder weniger aufgehört, das war irgendwie lustig. Was dann auch lustig war, jetzt für diesen Vortrag wollte ich die Aufgaben einblenden, also es ist mit Iframes eingeblendet, damit es irgendwie mit den Styles passt.
da habe ich mir den Source Code zu dem HTML angeschaut und da findet man folgenden Kommentar vom Autor, der sagt, ja, schön, dass du da bist und so, es hat keinen Sinn, im HTML-Source Code findet ihr irgendwie nichts, das ist, also man findet ja keine Cheats drinnen und ein bisschen Anleitung und so Zeug, aber it's running on some custom Perl Code. Cool. also build with Perl, nice, ja, habe ich auch nicht gewusst. Ich will auch nicht großartig announced oder so. Ja. Also das ganze Ding ist sehr lustig. Ich freue mich aufs nächste Jahr, werde wahrscheinlich wieder ein paar von den Aufgaben machen, nicht alles, weil sonst wird man wahnsinnig. Das sind meine erbärmlichen Versuche, das Zeug zu lösen. Das sind die Reddit-Threads und so weiter und so fort. Das ist die Webseite. Fragen und so weiter machen wir, glaube ich, nicht, vielleicht gibt es die nächsten. Ah, okay, gut. Also wenn es noch Fragen gäbe, sonst kann ich noch kurz, was vielleicht auch lustig ist, die Webseite herzeigen quasi. Also das sind sozusagen die Statistik von der Webseite insgesamt, wo man sieht, wie viele Leute teilgenommen haben. Also da sieht man auch schön, die quasi die Erfolgsquote abnimmt. Am Anfang waren es noch 61.911 und das dann später haben es nur so 2.000 Leute geschafft ungefähr. Ja. Okay. Wir hätten jetzt eigentlich 5 Minuten Pause, dann geht es hier weiter mit Andrew Schittow, mit Perl 6 One-Liners und nebenan mit Gregor Goldbach mit seinem Jahr mit der DSGVO. Und in der Pause könnt ihr Pause machen oder genau. Dom löchern. Ja, okay, danke sehr.